Hallo und herzlich willkommen zu Folge 219 von Elex. Wir sind gerade hier im Hort bei den Klerikern, denn der Konrad hat sich hier, naja, hierher, also hierhin aus dem Staub gemacht. Hat sich jetzt in der Rüstkammer verborgen oder was? Nee. Wo renne ich wieder rum? Auf jeden Fall, den werden wir jetzt richten, den Guten, weil er es verdient hat, oder Rüstmeister. Jetzt nicht! Jetzt nicht, ich will vielleicht was kaufen. Jetzt nicht! Ach gut, dann nicht. Es kann auch sein, dass das den Klerikern vorbehalten ist. Na, Kollege, wie geht das? Na, das war doch mal eine geile Show in der Wüste, was? Ich glaube, da habe ich mich glatt selbst übertroffen. Was hast du dir bei dem Big Bang eigentlich gedacht? Hey, der Plan war gut! Eine Kriegsmaschine, die dem Besitzer seinen eigenen Vorgarten zerwühlt. Komm schon, das ist doch witzig. Ich wäre fast draufgegangen. Tja, aber du bist es nicht. Stattdessen hast du mein Meisterwerk zerstört. Ja, okay. Vielleicht war er ein wenig übermotorisiert und hätte ganz Magalan in Schutt und Asche legen können. Aber hey, der Duke wollte Ignadon sprengen und ich habe ihm die Suppe gehörig versalzen. Eigentlich müsste ich dafür einen Orden kriegen. Ich musste dich leider eigentlich umbringen, auch wenn ich es gar nicht so sehr wollte, weil irgendwo hat er ja recht. Der Duke wollte einen ganzen Kontinent, sage ich mal, in die Luft sprengen. Und er hat es verhindert, aber trotzdem, naja. Was machst du jetzt? Erstmal meine Freiheit genießen. Mit meinem nächsten Projekt lasse ich mir erstmal ein wenig Zeit. Obwohl. Der Duke will deinen Tod. Ja. Wer von den Idioten in der Wüste will das nicht? Jetzt bin ich frei. Und die Penner können mir nichts mehr. Schnell, schnell. Aber schön langsam. So. Müsste ich jetzt hier eine Dinge anfangen, eine Schlägerei oder was? Okay, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Wie töte ich den denn jetzt am besten? Nachts oder so vielleicht? Schnell, schnell! Ja, okay, er sagt nichts Neues. Läuft er vielleicht irgendwo hin? Jetzt, wo keiner guckt. Tod von Konrad wird die Geschichte verändern. Wer hätte es gedacht? Aber egal. Jetzt ist er tot und jetzt bleibt er auch. Denn das ist eine Quest. Sollten uns dadurch jetzt allerdings irgendwie 500 Nebenquests ja, verloren gegangen sein, dann wäre ich natürlich sauer, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der Chef hier vielleicht sauer auf uns ist. Tut mir leid, alle kann ich nicht leben lassen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für. Gut, dann nicht. Dann gehe ich jetzt kurz zum Duke und danach gehe ich, glaube ich, sowieso zum Ulbricht und rede mit dem noch bezüglich der Großoffensive. Es gibt auch noch einen Spaß. Und wie gesagt, ich weiß auch, wie ich die ungefähr angehe. Ich hoffe jetzt allerdings, dass ich nicht an Kälte gewinne. Aber anscheinend nicht. Auf jeden Fall der Tod von Dingen von Konrad wird die Geschichte verändern. Aber ja, ich würde mal sagen, jetzt so nach 200 noch was folgen. Da haben wir relativ wenig Menschen umgebracht, die den Verlauf der Geschichte ändern. Und dazu kommt es so oder so. Also dazu muss es kommen. Früher oder später, und wie gesagt, ich denke mal nicht, dass uns da jetzt so viel verloren geht. Dein spezieller Klerikerfreund Konrad ist tot. Wenn ich den Namen schon höre, hat er wenigstens gelitten. Es ging schnell. Na gut. Hauptsache, es ist erledigt. Hier, nimm das. Du hast es dir verdient. Und jetzt kein Wort mehr über die Sache. Klar?
3000, okay. Verschwinde, ich habe zu tun. Nun gut, dann wäre das geklärt. Der Big Bang samt dem Erschaffer sind jetzt erstmal Geschichte. Ansonsten, wie sieht's eigentlich aus? Sollen wir noch die Großoffensive irgendwie oder sollen wir erstmal zurück zum Schiff? Wir können mir erstmal sagen, dass wir den Big Bang erledigt haben. Wo ist eigentlich Kaya? Habe ich die irgendwo verloren unterwegs? Fällt mir gerade mal wieder so ein. Wo waren wir denn groß? Zieht man die überhaupt auf der Kartenlegende? Ja, ne? Gefährte, okay. Also bei mir ist auf jeden Fall kein Gefährte. Das ist eigentlich ungünstig. Da ist auch... Wo sind die schon wieder? Wer ist denn hier alles? Hier ist Arx, Falk... Was macht ein Kaya hier? Hab ich die zurückgeschickt? Jetzt geht's aber los hier. Auf der anderen Seite lieber verschwinden sie zurück zum Sammelort, anstatt dass sie nie wieder auftauchen. So wie das noch früher der Fall war. So, hier haben wir jetzt alle, oder was? Arx. Ausrüstungsstatus tolerabel. Erweiterung. Warst du wieder fleißig? Okay, also der hat immer ein paar Sachen für uns. Das ist eigentlich ganz nett. Wie gesagt, wir müssten eigentlich öfter herkommen. Was kannst du uns beibringen? Wir haben nämlich eh gerade einen Punkt. Und den wollte ich in... Was wollte ich denn nochmal investieren? Hier wollte ich ihn eigentlich investieren, in emotional. Also in ausgeglichen in dem Fall. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir... Ich glaube, wir haben nämlich einen Wert unter 40. Das ist das Problem. Ansonsten, wo könnten wir es denn noch investieren? Vielleicht mal wieder irgendwas überleben. Rüstung zum Beispiel... Warum eigentlich nicht? Oder Ausdauer? Ah, Ausdauer. Das klingt doch sinnvoll. Ich habe nur das Gefühl, dass wir hier keinen Überlebenslehrer besitzen. So, Kaya, was mit dir? Mitkommen. Wenn du willst. Hat sonst irgendeiner von euch was zu sagen? Irgendwas Neues? Was ist denn eigentlich mit dir und deinem Steckbrief, ne? Müssen wir auch noch finden, mein Freund. Aber da kommt er ja eigentlich auf uns zu. Früher oder später. So, Überlebenslehrer. Wir haben hier allerdings nur einen Kampflehrer und einen Persönlichkeitslehrer. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. So. Gehen wir mal zum Chef hier. Übrigens habe ich auch mich etwas informiert, wir können Nasty dann mitnehmen, sobald wir die Großoffensive durchführen, so mehr oder weniger. Nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier bei dem Bescheid sagen, werden wir die sowieso nochmal in Dingen erstmal abholen müssen, oder was? In Tavar. Werden wir dann sehen. So. Der Duke von Tavar schickte eine Bombe ins Nachbarland Ignadon. Das Ding entpuppte sich aber als übergroße Kampfmaschine. Heißt das, die Gefahr ist jetzt gebannt? Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ja. Naja. Dann war es offenbar nötig, dass du dich der Sache angenommen hast. Offenbar hast du ganze Arbeit geleistet, Commander. Die Vorbereitungen für den nächsten Vorstoß in Richtung Eispalast sind damit getroffen. Der Hybrid müsste mittlerweile gemerkt haben, dass ein neuer Gegenspieler existiert. Sein Hauptinteresse galt ja bisher Edan und den Magiern der Berserker. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ein paar freie Menschen so viel Aufruhr bei ihm verursachen konnten. Du solltest das doch am besten wissen, Jax. Hattest du nicht von ihm selbst den Auftrag, den Pilger Thorald zu finden und ihm sein Wissen über das umgekehrte Elex zu entreißen? Ja, aber vor Vollendung des Auftrags wurde ich abgeschossen und anschließend exekutiert, wie du weißt. Trotzdem ist der Auftrag immer noch nicht erledigt. Thorald wurde immer noch nicht von den Alps gefunden und das umgekehrte Elex, das die Berserker Mana nennen, ist immer noch die größte Bedrohung für den Hybriden.
Okay. Ja, ruckelt es gerade ganz schön. Was ist vielleicht? Ist der Hybrid ja auch gar nicht die Wurzel des Problems? Wie konnten wir uns bloß auf diesen Kuhhandel mit dem Hybriden einlassen? Mittlerweile weiß ich genau, wo er sich aufhält. Ja, das wissen wir ja. Wie konnten wir uns bloß auf diesen Kuhhandel mit dem Hybriden einlassen? Er kann sehr überzeugend sein. Vor allem, wenn man bedenkt, wie weit unser Volk mit seiner Hilfe gekommen ist. Wie auch immer, Thorald ist der Schlüssel. Sein Wissen könnte über Sieg oder Niederlage in diesem Krieg entscheiden. Es heißt, dass Thorald kurz davor ist, das umgekehrte Elex replizieren zu können. Und wenn schon? Nun, wir haben bisher angenommen, dass die Menge von Elex hier auf Magalan eine feste Größe ist. Stell dir vor, was passiert, wenn Thorald in der Lage ist, mehr umgekehrtes Elex zu erzeugen, als seine Feinde an reinem Elex fördern können. Ja, richtig. Die Berserker könnten sich zur stärksten Macht auf Magalan erheben. Leicht vorzustellen, was sie dann mit unserem Volk machen werden. Der Eispalast würde fallen und alle Alps werden vernichtet. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay, also das Kältewert entsprechend, das Risiko würde ich eingehen. Nein, das werden wir nicht. Die Base hätte ich davor eigentlich speichern sollen. Die Berserker beteiligen sich sicher nicht an einem Völkermord. Ne, das würde die Kälte aber wieder steigern. Das ist ja auch scheiße. Ich sage nicht, ja, dann machen wir es halt. Das ist ja... Die Berserker beteiligen sich sicher nicht an einem Völkermord. Dafür gibt es keine Sicherheit. Die Menschen handeln sehr oft irrational. Du musst deinen alten Auftrag endlich erledigen und Thoralds Wissen sichern. Das Schicksal von uns allen hängt davon ab. Bisher war deine Unterstützung nicht viel mehr als Worte. Ich will erst sehen, dass du nicht zahnlos bist, bevor ich den nächsten Auftrag von dir entgegennehme. Zeig mir deine Armee. Wie du willst. Du sollst wissen, mit wem du es zu tun hast. Mutanten. Verunstaltete Kreaturen, die dem Elex-Konsum zum Opfer fielen. Nur diejenigen, deren Geist stark genug ist, halten dem Verfall und Wahnsinn stand, den es jedem Konsumenten bereithält. Zadom hat einen Weg gefunden, sie zu bändigen und zu kontrollieren. Seelenlose, aggressive Soldaten, die für einen Anführer jede Schlacht ziehen und bis in den Tod für ihn kämpfen. Hatte ich jemals ernsthafte Zweifel an Zadoms Macht? Also werde ich seinen Plan weiter verfolgen. Er scheint meine beste Option zu sein. Ich muss zurück nach Edan und dem Pilger Thorald meine Aufwartung machen. Ich muss meine alte Mission zum Abschluss bringen und Thoralds Wissen erbeuten. Ich brauche etwas Handfestes, bevor die Alps zurückschlagen und die Länder mit ihrem Krieg überziehen. Okay. Okay, das ist überzeugend. Dann geh jetzt und erledige endlich deine alte Mission. Nicht schlecht. Jetzt haben wir echt schon Kapitel 3 eingeschlagen. Ich wollte doch eigentlich erstmal... Okay, die große Umsiebe ist immer noch da. Und hier haben wir immer noch... Wie gesagt, ich glaube, das geht jetzt relativ schnell mit der Hauptquest. Nichtsdestotrotz... will ich, glaube ich, die Großoffensive erstmal machen, bevor wir hier den Pilger aufsuchen. Wie schaffst du es, dass die Mutanten dir folgen? Sie haben immer noch nur das eine im Sinn, seit sie zu diesen Kreaturen geworden sind. Elex. Ihre geistigen Kapazitäten reichen nicht für komplexe Gedankengänge. Sie bekämpfen mich genauso wie jeden anderen, der ihnen in die Quere kommt. Aber ich weiß jetzt, wie man sie leitet. Ich kann ihnen einsuggerieren, an welchem Ort sie nach Elex suchen sollen. Das macht sie wenig kontrollierbar im Einzelnen, jedoch gnadenlos effektiv in der Masse. Bring es mir bei. Nein. Du hast deine Aufgaben und ich habe meine. Wenn die Zeit gekommen ist, wird jeder seine Karte ausspielen.
Okay. Wo wird dein Platz sein, wenn der Hybrid besiegt ist? Es ist nicht nur ein Krieg gegen den Hybriden allein. Sollten wir gewinnen, werden die Elexitoren umdenken müssen. Und wenn sie uneinsichtig sind? Dann tragen sie die Konsequenzen. Das heißt, wir schlachten sie ab, ja? Wenn das der Weg ist. Wer übernimmt dann die Führung der Alps? Die Zeit wird zeigen, wer am Ende des Krieges noch dazu imstande sein wird. Du weichst mir aus, Zardom. Wer? Nenn mir einen Namen. Du verschwendest unsere Zeit, Jax. Besser für uns alle, wenn du dich auf deine Aufgaben konzentrierst. Okay, ich habe einen kurzen Ruckler, also nicht wundern, dass wir hier manchmal kleine Standbilder haben, weiß allerdings nicht, wieso. Egal, was genau soll ich mit Thorals Wissen anfangen, wenn ich es einmal habe? Was genau soll ich mit Thorals Wissen anfangen, wenn ich es einmal habe? Zuerst müssen wir dafür sorgen, dass es nicht mehr in den falschen Händen ist. Dann werden wir prüfen, wie wir es gegen den Hybriden einsetzen können. Stell dir vor, was passiert, wenn wir ihn mit umgekehrtem Elex füttern. Dazu müssten wir aber erst nahe genug an ihn herankommen. Ja. Warum sollte Thorald mich empfangen? Er verjagt jeden, der sich ihm nähert. Thorald kämpft gegen den Hybriden. Mach dir das zunutze und lass dich einfach nicht mehr abwimmeln. Ich werde es versuchen. Sonst noch was? Beeile dich. Der Hybrid wird nicht auf dich warten. Sicher nicht? Das klingt jetzt so, als würde er die Welt zerstören und die freien Völker, wenn ich hier nicht in die Pötte komme. Allerdings wage ich das zu bezweifeln. So, wo sind die ganzen Mutanten denn hinten? Waren die nicht eben noch da? Oha, da hinten haben wir sogar schon so einen Kameraden. Stör nicht, verpiss dich. Mensch. Kackvieh. Ach ja. Okay, Kaya macht aber auch schon gewaltig viel Schaden, muss ich mal sagen. So, nehmen wir den noch auseinander. Nicht, dass der mit Informationen zurückgelangt. Ach, Xarkor. Aber was weichst du mir aus, du Drecksau? Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt, wie gesagt, zum Pilger gehen, gehen wir erstmal die andere Quest an. Und zwar die Großoffensive. Hier war dann das jetzt momentan eigentlich. Ach genau, sollte es mehr geben mit Kaya, sich bei mir melden, okay. Also. Hoffentlich werden die Meinungsverschiedenheiten unter den freien Menschen nicht dazu führen, dass wir den Krieg gegen die Alps verlieren. Ich bin nie einem Mann wie dir begegnet, weißt du das? Ach ja? Ja. Bei dir hat man zwar immer irgendwelchen Ärger am Hals, aber am Ende kann man sich immer auf dich verlassen. Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren alles andere als zuverlässig. Aha. Die Kerle in Goliath kämpfen meistens gegen Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Kommt dazu, dass die Jungs, die ich interessant fand... Tja, ich war ihnen wohl zu kämpferisch. Ein Mädchen hat hinterm Herd zu stehen. Tch, das ist wohl sowas wie der männliche Beschützerinstinkt. Ist ja ganz süß, aber wenn es mal drauf ankam, dann... Ah, naja. Am Ende war es immer das Gleiche. Meine Schuld, dass er sich nicht wie ein richtiger Mann fühlt. So ein Unsinn. Dabei will ich doch nichts weiter als... Warum erzähle ich dir das eigentlich? Eieiei, mehr als nur Freund. Das ist eine Quest, also müssen wir es tun. Ich fand es interessant. Ja? Ich, nun denn. Super. Wie gehen wir das jetzt allerdings an? Das ist Gefährtenquest, mehr als nur Freunde. Kaya ist mittlerweile mehr als nur eine treue Gefährtin. Es wird vielleicht Zeit, die Einsamkeit ein Ende zu setzen. Ja, und wie? Gehen wir die Quest mal an. Einfach mit dir reden, oder was? Ansonsten gibt es ja hier nichts zu tun, ne? Vielleicht, wenn wir sie jetzt fragen, wie es ihr geht. Ist vielleicht ein etwas denkbar ungünstiger Zeitpunkt, so. Aber ich denke jetzt, wie gesagt, mit Kapitel 3 fängt es quasi an, dass das so machbar ist.
So mehr oder weniger. Allerdings bevor wir jetzt hier... Hatten wir ein Level Up? Nee. Nichtsdestotrotz will ich eigentlich erstmal das mit der Großoffensive in Angriff nehmen. Offensive, Angriff, versteht er? Egal. Denn wie gesagt, da können wir noch Nesti mit ins Boot holen. Und ich glaube, da müssen, ich glaube, bei der Großoffensive können wir sie dann fragen. Haben wir, ich glaube, wir müssen da. Genau, wir müssen nochmal mit Ulbricht sprechen, denn die Quest haben wir ja noch nicht wirklich angenommen. Wir haben zwar die Quest erhalten, aber haben noch nicht irgendwie genaueres mit ihm geplant. Da würde ich sagen, wir gehen da jetzt mal hin. In der nächsten Folge werde ich mal mit Kaya sprechen und dann schauen, wie wir die Beziehung da irgendwie aufbessern könnten. Und zum anderen werden wir, ja, langsam aber sicher die Großoffensive angehen. Und wenn wir da kalt genug sind, in Anführungszeichen, dann können wir auch dafür sorgen, dass jeder Wichtige quasi irgendwie überlebt. Zumindest habe ich das so mehr oder weniger aufgefasst, weil es kann in mehreren Fällen anscheinend passieren, dass jemand stirbt. Und das wollen wir natürlich zu verhindern wissen. Aber wir schauen einfach mal, wie es klappt. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.